Tag. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Serie Evolutionsbiologie, Vorlesung im Corona-Jahr. Und wir kommen jetzt zur Lehreinheit Nummer 18, die direkt anschließt an das, was Nummer 17 geboten hat. Der Titel lautet Endosymbiontentheorie, Makroevolution im Mikromaßstab. Und all das, was ich erzählen werde, waren einmal Anti-Darwin-Wallace-Konzepte, Ideen, Hypothesen, Theorien zur Erklärung der Evolution im Makromaßstab unter Ausklammerung des Prinzips der Übervermehrung und natürlichen Auslese, verbunden mit Überleben, Adaptation der besser geeigneten Varianten. Gleich vorweg, dieser künstliche Gegensatz, der zwischen den Endosymbiose-Anhängern, Biologen, Forschern und den Selektionisten, wie sie auch heißen, ne? Darwin-Wallace-Prinzip natürlich eine Auslese, besteht, ist meiner Ansicht nach künstlicher Natur und muss ganz scharf zurückgewiesen werden. Ich habe das in meinem Buch auch ausführlich dargestellt. Ich beziehe mich jetzt auf die Seiten 186 bis 204. Wir haben wieder dieses Standardbuch, wo eben die Dinge mit vielen Grafiken und viel kleingedrucktem Text dargestellt sind. Mir ist der Text etwas zu klein gedruckt, das hat aber UTB so gewollt. Ich konnte da nichts dran ändern. Okay, jetzt haben wir also das Thema primäre Endosymbiose und da sind wir bei Lynn Margulis. Ich habe in der letzten Lehreinheit dieses Schema gezeigt. Das ist ein ganz, ganz vereinfachtes Modell, das eben erklärt, wie mitochondrienhaltige, also zur ATP-Produktion fähige, zur Massen-ATP-Produktion fähige, urtümliche, kernhaltige Zellen, gleich Eukaryoten, entstanden sein könnten und durch eine zweite primäre Endosymbiose, die Aufnahme eines Cyanobakteriums, das sich dann rasant vermehrt hat in der Zelle, beziehungsweise später dann natürlich unendlich häufig in anderen Populationen, reproduktiv isolierten Arten, ja sogar ganzen Organismenklassen, wie zum Beispiel Moose, Farnpflanzen, Samenpflanzen. All das können wir wie folgt zusammenfassen. Es kommt ein ganz, ganz wichtiger Merksatz. Aus einer Fülle von Daten, die hier akribisch aufgelistet sind. Wir werden die gleich durchsprechen. Ich gehe sie gleich durch, die Liste. Aus einer Fülle von Daten kann abgeleitet werden, und zwar zwingend, dass Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, bei Pflanzen, Tieren, kernhaltigen Einzellern, Pilzen, also Eukaryoten, die Organismen heißen Eukaryoten. Bei diesen Organismen gibt es also die Mitochondrien, die sich im Zytoplasma vermehren, als wären sie Bakterien, dass diese Mitochondrien, wie auch die Chloroplasten, die wieder die Pflanzen definieren, die Photoautotrophie verursachen durch Kohlendioxidassimilation und Sauerstoffbildung, verbunden mit Stärkedeposition, dass die beiden semi-autonomen Organellen, also halb eigenständige Organellen, dass die aus ehemals freilebenden Alpha-Proteobakterien, das gilt für die Mitochondrien, beziehungsweise Cyanobakterien, hervorgegangen sind. Ja, wir können sagen, es herrscht ein Konsens darüber. Mitochondrien sind domestizierte, versklavte Alpha-Proteobakterien, Chloroplasten sind ehemals freilebende, aufgenommene, in den Hausstand überführte, zu Sklaven gemachte Cyanobakterien.
Das ist eine klare Aussage. Das ist eine zur Tatsache erhärtete, ein zur Tatsache erhärteter Befund, sagen wir jetzt mal. Ich will gar nicht mehr von Theorie sprechen. Da gibt es eigentlich keinen Zweifel mehr dran. Ich wüsste auch kein Gegenargument. Die Frage ist aber, lautet jetzt aber, wie ist vor etwa 1,8 Milliarden Jahren, also 1.800 Millionen Jahren, unvorstellbarer Zeitraum, in den Urozeanen das Ganze vonstatten gegangen? Also wie sind diese mutmaßlichen Urbakterien zu Mitochondrien geworden? Wie sind archaische Cyanobakterien in den Stand von Chloroplasten, die ja auch über die Eizelle vererbt werden bei Pflanzen, geworden? Ganz wichtiger Punkt im Tierreich für uns Menschen, auf uns Menschen übertragen. Bei der Zeugung eines Säugetiers, Maus, Mensch, Schimpanse, das, was man als Sexualität bezeichnen, also Gametenkopulation, Eizelle fusioniert mit Spermium, innere Befruchtung, da werden die ganzen Mitochondrien, die wir später im Körper tragen, über die Eizelle transferiert, während die wenigen vom Spermium stammenden Mitochondrien gekillt werden. Ich habe es schon mal gesagt, man kann es nicht oft genug wiederholen. Die Eizelle bei Tieren wie auch bei Pflanzen dominiert den Sexualvorgang. Es kommt nicht nur zum Töten, Eliminieren von männlicher Mitochondrien. Es geht noch weiter, das habe ich auch schon mal erzählt, kann man nicht oft genug hören. Die dominante Oozyte editiert sogar noch das Genom, das sie jetzt zur Regeneration beim Sexualvorgang der Gametenkopulation mitbekommen hat. Das ist Realität in der Biologie und hat nichts, überhaupt nichts mit irgendeinem politischen Blabla zu tun, mit dem ich nichts zu tun haben möchte. So, jetzt geht es aber weiter. Jetzt sind wir bei der Endosymbiose. Was sind jetzt denn die Befunde? Ich lese jetzt mal einige Dinge vor, die aber nur quasi als Schlagzeile hier im Raum stehen werden. Also, ich bin auf Seite 186. Fängt an mit Größenvergleich. Man kann also zeigen, dass die Mitochondrien bzw. Chloroplasten, die sehen wir hinten als grüne Bonbons in diesem Bild, also Mitochondrien, Chloroplasten, dass diese Organellen in etwa die Größe haben von Bakterien, Cyanobakterien. Das ist schon mal ganz auffällig. Ne? Doppelmembran. Das sind die einzigen Organellen, die durch zwei Hüllmembranen gekennzeichnet sind. Das spricht ganz stark dafür, dass sie mal in irgendeiner Form von außen aufgenommen worden sind. Ist aber auch wieder etwas komplizierter. Andere Organellen haben eine einfache Membran. Mitochondrien, Chloroplasten haben eine Doppelmembran. Das können Sie im Sinne einer primären Endosymbiose interpretieren. Drittens, Zellskelett. Das Zytoskelett gibt es nur im Zytoplasma dieser Zellen, nicht Mitochondrien und Chloroplasten. Haltige Strukturen sind dadurch gekennzeichnet. Um es kurz zu machen, wenn Sie das Zytoplasma angucken, haben wir auf der einen Seite eben außen das Zytoskelett und dann haben wir plötzlich diese Knöpfchen im Zytoplasma, die enthalten nicht diese Strukturen. Strukturen, das sind natürlich Proteine. Ganz starkes Argument, dass es eigenständige Einheiten sind. Dann Selbstverdoppelung. Mitochondrien und Chloroplasten sind zur Autoreduplikation, also zur Selbstverdoppelung, fähig. Sie werden bei Tieren immer, bei Pflanzen in der Regel, über die Eizelle vererbt, haben wir schon gesagt. Sie werden nicht de novo synthetisiert. Es gibt also keinen Syntheseapparat für neue Mitochondrien. Das hat natürlich enorme Konsequenzen, die vorstellen. Menschen wie Pflanzen, Männer wie Frauen, tragen in jeder Körperzelle, dem sterblichen Soma, eine unvorstellbar große Zahl, also das sind je nachdem Tausende,
also sehr dicht gepackt, ja, je nach Zelltyp, dieser Mitochondrien, die sich selbst durch Verdoppelung vermehren. All diese Mitochondrien gehen auf die Eizelle zurück. Und jetzt können wir quasi eine Spur zurückverfolgen. Ne? Also ein Kind entsteht, alle Mitochondrien über die Eizelle und dann können sie mal zurückgehen, zurückgehen, zurückgehen. Sodass diese Generationenabfolge über die Eizelle Oozyte vererbter Mitochondrien irgendwann mal vor 1800 Millionen Jahren bei der primären Endosymbiose landet. Ja? Also die Vorstellung, dass unser Körper, der aus Zellen besteht, aus Oozyten besteht, von Milliarden domestizierter, ehemals freilebender Bakterien, heute Mitochondrien genannt, domestizierte Bakterien, besteht, ist eigentlich ein völlig anderer Blick auf uns selbst. Und das passt dann auch zum Mikrobiom. Pflanzen wie Tiere sind bekanntlich von Bakterien besiedelt, außen wie innen. Und auch bei Pflanzen gibt es auch Endobakterien, die also endophytisch leben. Gibt es im Mensch sowieso, Darmsystem zum Beispiel. Sodass wir irgendwie sagen können, es gibt uns und die anderen. Die anderen, das sind die Mitochondrien, die sind ja irgendwie auch fremd. Und natürlich das Mikrobiom. Und wenn ein Mensch stirbt, was passiert da eigentlich? Stirbt er wirklich? Das Soma stirbt? Was passiert mit dem Mikrobiom? Was passiert mit den Milliarden Bakterien, ohne die wir nicht leben können? Was passiert mit denen? Viele davon werden irgendwie von Bodenmikroben aufgenommen und existieren weiter. Also das ganze theologische Feld vom Tod des Menschen bricht eigentlich ein wie ein brüchiges Gehäuse, wenn wir bedenken, dass wir ja auch einmal im Körper diese domestizierten Bakterien tragen, die wieder über die Eizelle weitergegeben werden. Nur Frauen können sich fortpflanzen. Männer sorgen dafür, dass eine Oozyte befruchtet wird, geben ihr nukleares Kernerbgut weiter, gebären können nur Frauen. Und dann eben der Gedanke, dass bei der normalen Vaginalgeburt das gesamte Mikrobiom, der Erstbesatz von der Mutter kommt. Deshalb ist eben auch Kaiserschnitt eine problematische Sache. Da fehlt nämlich das natürliche Mikrobiom. Das sind alles Aspekte, die mit Mereschkowski, die mit Endosymbiose zu tun haben, sodass wir sagen müssen, im Grunde gibt es uns, das sind die Körperzellen, und die anderen, das sind die Bakterien, einschließlich der Mitochondrien. Und gemeinsam sind wir dann das Ich. Darüber mögen Theologen und Philosophen ihre klugen Erzählungen und Schlussfolgerungen loswerden. Es ist jedenfalls ein völlig neuer Blick auf den Menschen, den uns die Zellbiologie hier liefert, mit Mereschkowski am Anfang. Dann haben wir gesehen, die verdoppeln sich selber, die Organellen haben wir schon erwähnt, die Organellenentwicklung im Zytoplasma selber verläuft nach Mechanismen, die wieder analog jener sind, wie sie bei Bakterien nachgewiesen sind. Das stärkste Argument aber ist die Organellen-DNA. Mitochondrien und Plastiden verfügen über eigenständige Erbsubstanz, das Organellgenom. Ja. Und dieses mitochondriale bzw. zytoplasmatische Genom zeigt jetzt wieder ganz starke Sequenzhomologien zu jenem freilebender Alpha-Proteo- und Cyanobakterien. Und in den entsprechenden Stammbäumen, ich habe in dem Buch einen wunderschönen Baum abgebildet, den ich jetzt mal zeigen möchte. Da kann man es wunderschön sehen, nämlich auf Seite 209. Da können Sie nämlich sehen, dass in diesem RNA-Stammbaum aller Lebewesen, das können wir leider alles nicht vertiefend behandeln, um zu wenig Zeit,
dass dort die Purpurbakterien oder Alpha-Proteobakterien direkt bei den Mitochondrien stehen, sequenztechnisch betrachtet. Und die Cyanobakterien die Schwestergruppe der Chloroplasten darstellen. Also wenn man auf DNA-Sequenz-Level die Lebewesen klassifiziert, kommt was ganz Verrücktes raus, wo man erstmal denkt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Da stehen plötzlich die Mitochondrien bei bestimmten Bakterien als nächste Verwandte und die Chloroplasten unter den Cyanobakterien. Das sind also Argumente. Dann kann man Hemmstoffversuche durchführen, die ganz spezifisch zeigen, dass Chloroplasten, Mitochondrien mikrobielle Organismen sind. Das Kardiolipin-Experiment ist wieder ganz wichtig. Es gibt ein bestimmtes Membranlipid auf der Mitochondrieninnenseite. Das finden wir wieder nur bei speziellen Bakterien, die als mutmaßliche Vorfahren dieser Mitochondrien gelten. Sodass wir also sagen müssen, Oizyten, also mit einem membranumgrenzten Kern versehene, echte, komplex gebaute Zellen, sind eigentlich Mosaiksysteme oder Konstrukte. Hat nichts mit dem Sozialkonstruktivismus zu tun. Komme ich noch darauf zu sprechen. Ja? Und zwar Konstrukte, die auf natürliche Art und Weise durch Aufnahme, Domestikation, also Haustierwerdung, ja, Verhäuslichung und letztlich Versklavung, das hat Mereschkowski erkannt, das geht auf ihn zurück und das stimmt ganz genau. Ja. Versklavung dieser ehemals freilebenden Mikroben entstanden sind. Warum Versklavung? Ganz einfach. Mitochondrien leben im Zytoplasmasaum mit der Funktion, ATP zu liefern, Adenosintriphosphat. In der Pflanzenphysiologie-Vorlesung wird das ganz ausführlich behandelt. Und dieses Adenosintriphosphat, dieses ATP, 90% davon stammt aus Mitochondrien, versorgt das Zytoplasma mit jener Energie, die benötigt wird, um die Strukturen aufrechtzuerhalten, Biosynthesen durchzuführen und vor allem auch Transportvorgänge in Zellen herein, aus Zellen heraus zu ermöglichen. Ja, man kann eine ganz wichtige Lebensregel formulieren. Die habe ich in der Pflanzenphysiologie in dem Buch dargelegt. Wir können sagen, der Mensch kann ein paar Tage ohne Essen, eine bestimmte Zeit lang ohne Wasser überdauern, aber keine einzige Sekunde ohne ATP, Adenosintriphosphat. Und dieses ATP stammt aus Mitochondrien. Und die Mitochondrien stammen wieder aus der Eizelle. Und da die Mitochondrien die Kraftwerke sind, die Power liefern, können wir hier den Begriff Frauenpower sehr schön einbringen. Der macht nämlich richtig Sinn. Wir alle sind über die Eizelle transferierte, also über die weibliche Linie übertragene Mitochondrien gepowert und ohne diese ATP-Maschinerien würden wir in einer Sekunde sterben. Ja, der Tod des Menschen wird in vielen Fällen nachgewiesen durch Versagen der Regeneration von Adenosintriphosphat, ATP, in den langsam immer weniger effizienter werdenden Mitochondrien verursacht. Kommt also der ATP-Kreislauf zum Stillstand, stirbt das Lebewesen, wird dann logischerweise biologisch von Mikroben und Pilzen abgebaut. Wir werden das Thema im Zusammenhang mit dem Kreationismus, mit dem leidigen Thema, noch mal kurz aufgreifen müssen. So. Was ist jetzt unser Bild vom Ursprung komplexer Lebewesen? Es gibt also ein schönes Modell, seit 1991 habe ich das dargestellt, das immer noch gilt, also das immer noch aktuell
mit wenig Modifikation. Das stammt von William Martin im Wesentlichen, Düsseldorf, Universität Düsseldorf, und besagt im Grunde, dass die Wirtszelle aller eukaryotischen Organismen ein Archebakterium war, das der erste primäre Symbiont, ein Eubakterium, dargestellt hat. Und das hat halt riesengroße, unglaublich weitführende Konsequenzen für die gesamte Biologie. Nämlich im Grunde steckt dahinter, dass zwei primäre Domänen Modell allen Lebens, von allem, was je existiert hat. Ich muss jetzt einige Dinge kurz fassen, weil ich in dem Text natürlich mich in viele Details verloren habe. Das ist natürlich aber wichtig und auch alles total spannend natürlich. Ne? Und möchte jetzt mal kurz auf das zwei primäre Domänenmodell eingehen. Was heißt das eigentlich? Das heißt im Grunde das Folgende. Das bedeutet, ich habe es auch optisch dargestellt, auf Seite 202, 203 sind zwei umfassende Schemata, ist immer noch gültig, also ich verfolge die Literatur, ich habe vorhin noch mal geguckt. Da gibt es also nichts, was dem jetzt grundlegend widersprechen würde. Es wird nur alles immer komplizierter. Im Grunde können wir sagen, dass die primäre Endosymbiose oder Symbiogenese, wie von Marischkowski mal spekulativ formuliert, die hat dazu geführt, dass vor 1800 Millionen Jahren etwa Mitochondrien haltige Zellen, die viel mehr ATP pro Zytoplasmaeinheit produzieren können, als jene ohne Mitochondrien. Dass die Zellen eben entstanden sind, das war ein Urknall in der Evolution, die primäre Endosymbiose. Das ist das Allerwichtigste im Grunde, neben der Nacht der Lebensentstehung. Dass dann später eine zweite primäre Endosymbiose eingetreten ist, die hat dazu geführt, dass über Aufnahme eines Cyanobakteriums, die grüne Linie entstanden ist, also jene einzelligen Organismen, die was Algen bezeichnen, die Photosynthese betreiben können. Sie werden sich gewundert haben, ich reite immer auf den Begriff Population rum, immer dauernd, wird schon langsam ätzend, wird schon langweilig. Jetzt kommt's, das habe ich aber mehrfach gesagt, ein Mitochondrion, beziehungsweise ein Bakterium wurde übernommen. Ein Cyanobakterium wurde übernommen. Das hat Folgendes auf sich. Sequenzstudien, wenn man also Mitochondrien und die verwandten Bakterien DNA-sequenztechnisch untersucht, deuten stark darauf hin, dass ein einziges Mal vor 1800 Millionen Jahren ein aufgenommenes, eingewandertes Bakterium nicht verdaut worden ist, nein, es hat widerstanden, gekämpft, widerstanden, symbolisch ausgedrückt, ja, und wurde dann zum Organell reduziert. Das ist sehr wahrscheinlich, dass der Ursprung der Mitochondrien, wie auch jener der Chloroplasten, einmalige Zufallsereignisse in der Evolution waren. Und wenn irgendein Sozialkundler oder Theologe oder was für eine Logie er auch immer studiert hat, jetzt mit dem Argument kommt, ja, der Zufall und das war doch alles irgendwie gesteuert und geplant. Alles, was die seriöse Literatur zeigt und vieles, was ich in den letzten 40 Jahren dazu publiziert habe, auch gerade DNA-Sequenztechnisch, haben wir auch sehr, sehr viel gemacht, widerspricht dem. Die Entstehung, Ursprung, Komplexwertung aller Lebewesen war von gigantischen, sehr unwahrscheinlichen, statistisch fast unmöglichen, ja, Zufällen charakterisiert. Und die primäre Endosymbiose zählt da ganz klar dazu. So, ein paar Minuten noch zur sekundären Endosymbiose, ganz, ganz, ganz wichtig. Es ist klar, wenn Sie sich vorstellen, wir haben jetzt zum Beispiel Meeresalgen, die haben wir ja dargestellt in einem Bild, die wiederum aus
einer Eozyte und einem geschlossenen Organell besteht. Und es ist völlig klar, dass natürlich über sekundäre Endosmioseprozesse, wenn also Zellen andere, noch einfacher gebaute Zellen aufnehmen, domestizieren, versklaven, ist alles ja dargestellt, dass dadurch klar natürlich auch wieder nach dem Prinzip der Symbiogenese, Mereschkowski, Urvater, dass nach diesem Prinzip neue komplexe Organismengruppen entstehen können. Es kommt was ganz Verrücktes und extrem Wichtiges. Wenn Sie sich voll vorstellen, das gesamte oder das allermeiste eukaryotische Phytoplankton, also Meeres- und Süßwasserschwebetierchen, das sind ganz, ganz dominierend Lebewesen, die über sekundäre und tertiäre Endosymbioseprozesse hervorgegangen sind, vor etwa 250 Millionen Jahren. Also als gerade die ersten Dinosaurier aufkamen, da sind die Urtypen der Meeresplanktonorganismen entstanden. Also sehr, sehr, sehr jung. Und diese sekundäre Endosymbiose hat dann dazu geführt, dass wir einen Großteil der Primärproduktion in den Meeren, die durch Diatomeen und andere einzellige photoautotrophe Organismen verursacht wird, das alles sind Produkte dieser sekundären Endosymbiose. Und auch Euglena, also das Augentierchen in der Pfütze, ist letztlich das Produkt der Einwanderung einer Zelle in eine andere Zelle. Also, die Endosymbiose war und ist vielleicht noch immer ein Motor der Makroevolution. Das sind ganze Organismengruppen in der grünen Welt, also die Produzenten, von denen wir alle leben, entstanden, sodass wir formulieren können, ohne Symbiogenese und ohne die sekundäre Endosymbiose, die später entdeckt worden ist, gäbe es keine Vielfalt an Lebewesen. Ja, wir hätten nur Bakterien und Cyanobakterien auf der Erde, ohne diese auf zellulärem Niveau abgelaufenen Spiegelprozesse. Sodass wir also summa summarum Folgendes sagen können. So genial Darwin und Wallace und Hegel waren. Darwin, Wallace haben wir hier. Mereschkowski hat eine neue Richtung der intrazellulären Evolutionsforschung begründet. Er hatte mit seinen Visionen recht. Das Allermeiste, was auf dem Gebiet geforscht wird, kann auf ihn zurückgeführt werden. Das zwei-primäre Domänenmodell, was in dem Buch dargestellt ist, sagt aus, dass alles Leben dieser Erde, komplett alles, aus Archaebakterien, Cyanobakterien und eben Eubakterien durch Zusammenlagerung hervorgegangen ist. Das sind grundlegende Erkenntnisse, die jenseits von Darwin-Wallace natürlicher Auslese anzusiedeln sind. Und summa summarum müssen wir festhalten, Darwin-Wallace waren genial, aber Leute wie Mereschkowski und viele, viele andere müssen wir ebenfalls in unser evolutionäres Weltbild aufnehmen. In der nächsten Stunde werden wir uns mit der experimentellen Evolutionsforschung beschäftigen und dann geht es in dem Stil wie jetzt weiter. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.